Hast du nicht was B gesagt? Aha. Wie ich sehe, hast du dich bereits mit Kate angefreundet. Williams Verkleidung, selbstgebaute Bombe, Kneipe, Journalist. Orson Welles hat ohne ihre Erlaubnis mit Journalisten gesprochen. Orson Welles hat ihnen gegenüber die Kneipe Green Dragon. Gegenüber wem? Ach, gegen uns. Orson Welles sieht exakt so aus wie sie. Die Journalisten konnten keinen Unterschied feststellen. Die Bombe wurde mit einem einfachen Mittel hergestellt, eine Trockenbatterie, ein Wecker, eine Spule Sprengstoff. Na, warte mal. Die Journalisten und die Verkleidung. Orson Welles ist ein guter Schauspieler. Die Journalisten haben nicht bemerkt, dass sie nicht mit ihnen, sondern mit Welles sprachen. Orson ist besser von der Vorstellung, sie zu sein. Er verkleidet und verhält sich genau. Ja, ich glaube ich auch, dass er fast besessen ist. Weiß es nur nicht. Was denkst du? Könnte schon sein, ja. Nimm es mal mit rein, einfach. Kneipe, selbstgebaute Bombe, passt bestimmt nicht, dachte ich mir. Dann schauen wir uns zur Schlafmütze rüber. Perfekt. Jetzt kann ich mich ungestört und allein im Green Dragon umsehen. Halt, draußen gibt es noch Zeitung zu lesen. Vielleicht willst du ja auch nochmal ins Fernrohr gucken. Der goldene Hahn. Der Tod eines Hahns hat zwei Personen das Leben gekostet. Bei dem Streit, der auch den Ableben des Hahns folgt, erlitt Dick Murman, der Gentleman, dem Vorwurf, das erwähnte Federvieh getötet zu haben, eine tödliche Stichverletzung und sein Vater, der ihm zur Hilfe eilte, wurde zu Tode geprügelt. Die Dubio-Brüder, die beiden Männer, die für diese beiden schrecklichen Taten verantwortlich sind, befinden sich seitdem in Bewahrung vom Scotland Yard. Was? Mist. Unglaublich, das Leben von Sherlock Holmes ist in Gefahr. Der berühmte Privatdetektiv hat sich zu Wort gemeldet und mit allen Details beschrieben, wie er eine scheinbar höchst präzise Schadlose zu bestanden hat. Laut eigener Aussage hatte Mr. Holmes einen Bombenanschlag auf seine Wohnung in der Baker Street bereits vorausgesehen und ist daher irgendwie bewerkstelligt, den Bombensatz zuvor durch eine harmlose Attrappe zu ersetzen. Mhm. Quatsch. Als diese Bombe dann letztlich durch dieses Wohnzimmerfenster von Mr. Holmes geworfen wurde, stellte sie sich Lady als tickende Uhr heraus. Mr. Holmes ist bereits auf der Spur. Der Täter möchte aber keine weiteren Angaben zum Fall machen. Unfassbar, obwohl der große Detektiv für viele gute Menschen im ganzen Land und darüber hinaus ein Held ist, hat sich ganz offensichtlich auch eine ernstzunehmende Feinde gemacht. Brilliant? Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Mr. Holmes? Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Nämlich Mr. Holmes. So, ihr wisst, was wir noch machen müssen? Na, du wolltest in die Kneipe. Ja, gleich. Achso, wegen falschen Frau. Vielleicht machst du etwas anderes. Nein. Schlägt in der Luft vor Freude. Gehen wir in den Green Dragon. Nein, es wird noch nicht kühler. Nee, merke ich. Viele stellen sich immer eine Wassereimer so unter den Tisch mit den Füßen rein, weil das ja auch kühlen soll. Ja. Aber nicht mit Technik daneben. Und außerdem hörst du dann die ganze Zeit das Platschen, 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 Platschen. Bei Wasser treten ist gesund. Ich muss vorsichtig sein in dieser Lasterhöhle. Dann gehen wir doch erstmal hier lang, da wo ich nicht lang darf. Gehen wir doch einfach wie normale Menschen in die Kneipe. Das fällt doch viel zu sehr auf. Quatsch. Oh, können wir wieder Armdrücken machen? Hey, halt's Maul! Gut gemacht, Buddy! Gerade darf man nicht. Da ist eine Tür. Und heißt der Dobby? Der Hauself?
sieht nicht sehr einladend hier aus, habe ich das Gefühl. Echt? Findest du? Nee, nur irgendwie. Also wenn das die Kneipe ist. Nicht runterschubsen. Nee, ich dachte, das geht. Schöne Klaviermusik. Ich sollte still sein, damit ich hören kann, was die Leute so sagen. Los, feiern wir! Runter damit! Die machen wieder geteilt. Es gibt hier eine illegale Schmeier. Sicher. Los, feiern wir! Dies wäre es jetzt noch, wenn sie die Hände vertauscht hätten. Links, Maus, rechts. Wer ist der? Gutes Bier. Stark. Ich sollte es mal probieren. Hallo Vespa, flieg mal bitte raus. Los! Verschwinde! Ich will gerade nicht. Der Anschlag auf Holmes ging schief. Aha. Ich trinke nur, wenn ich trinke. Interessant. Man braucht eine Art Passierkarte, um durchgelassen zu werden. Hast du gesehen, wo die Wespe hin ist, die gerade uns besucht hat? Die war gerade Richtung Fenster. Hier kann ich nicht. Weiß nicht, ob sie rausgeflogen ist. Hat nur Krabbeln sehen. Er kam mit der Hasenscharte? Der war ganz aufgeregt und ist nach oben gegangen. Ein Mann mit Hasenschenkel. Das könnte der Bombenwerfer sein. Ich muss einen Weg nach oben machen. Los, feiern wir! Ich bin überhaupt nicht auf, wo wir immer langlaufen. Hey, was schaffst du denn? Verschwinde! Los, feiern wir! Los, runter damit! Hey, Saufnase, wo willst du hin? Verzieh dich besser! Noch ein Glas! Vielleicht kannst du ja ein bisschen Klavier spielen. Ich trinke nur, wenn ich trinke. Runter damit. Nee. Trink mal, dann müssen wir raus. Bierchen gefällig? Natürlich. Mach mir einen doppelten. Ich gehe kurz rauchen. Dann gehen wir kurz rauchen. Wo kommst du was von nicht wieder?
Er hat eine Passierkarte. Ich könnte sie stehlen. Wo ist denn der Typ? Mal gucken, ob ich noch mit ihm reden kann. Bierchen gefällig. Er bietet es ja noch an, er kriegt uns ja nichts. Ja. Wahrscheinlich muss ich zu dem Typen raus. Ja, ich bin ja schon zurück. Aus mit dem gemeinsam. Machst du? Mhm. Entschuldigung. Alles gut. Der kriegt das schon nicht mit. Ja. Drehen. Oh, was? Hä? Alter, wie soll ich denn das noch schaffen? Okay. Ist, ja. Musst es jetzt nur E drücken, ne? Ja. Du kannst durch. Na, da gehen wir mal hoch. Kann ich den Boss sehen? Jawohl, er wartet auf dich. Hier ist der kleine Kerl. Der Mann mit der Hasenscharte. Ich muss ihm irgendwie folgen. Der ist da lang. Nein, der ist da nicht rein. Der ist da lang gegangen. Ja. Ja. Da kommen wir aber nicht rein, weil der Typ uns nicht durchlässt. Glaube ich nicht. Ich gucke mich nochmal um, ne? Eine Glückssträhne. Erhöhe um den Schilling. Setze alles. Alle beim Zocken hier. Heute ist mein Glückstag. Oh, ja. Anfängerglück. Ich muss auf die andere Seite. Von dort kann ich vielleicht in den bewachten Bereich gelangen. Heute ist ich rede nochmal draußen mit dem, ne? Anfängerglück. Das wollen wir alle sehen. Ich will bestimmt ein paar drauf kriegen. Das ist nicht das Spielzimmer, also verschwinde! Wieso? Die Tür zum Spielzimmer ist dort drüben. Das Spielzimmer? Naja, wo gezockt wird. Eine Glückssträhne. Hey, da darfst du nicht raus. Setz dich hin und spiel, oder verzieh dich. Ich muss für eine Ablenkung sorgen, damit die Wache von der Tür weggeht. Heute ist mein Glückstag. Anfängerglück. Ja, wir müssen noch wieder zu der anderen Tür. Nein, da konntest du gerade schon interagieren mit dem Typen links. Versager. Hier sind Messer erlaubt. Ein sehr feiner Hut. Heute ist mein Glückstag. Anfängerglück. Nicht so Lärm. Versteckter Knopf. Mit einem Spiegel sieht er, welche Karten er austeilt. Mit diesem Gerät am Arm kann er sich extra Karten nehmen und so betrügen. Der Knopf gehört zu dem Gerät an seinem rechten Arm. Das ist ein Werkzeug für versteckte Karten. Das Kabel führt von einem Arm zum anderen. Wenn ich das Kabel durchtrenne, kommen die Karten zum Vorschein und sein Betrug fliegt auf.
Das muss ich zur Ablenkung machen. Dann kann ich nach draußen gehen. Heute ist mein Glückstag. Anfängerglück. Nicht so lahm. Hier ist... Kabel durchschneiden, ablenken. Eine Glückssträhne. Entwickeln. Um den Schilling. Setze. Ah, geht von der Tür. Ach so, wie die Reihenfolge, ne? Mhm. Messer nehmen. Heute ist mein Kabel durchschneiden. Kabel durchschneiden. Zeit beginnt. Wache so geht weg. Eine Glückssträhne. Wir können sehr schnell. Heute ist mein Glückstag. Anfängerglück. Nicht so lahm. Ach so, warte, hier ablenken müssen wir noch erst. Dann müssen wir das Messer nehmen. Versager. Kabel durchschneiden. Setze alles. Ich werde heute reich. Was guckst du denn so? Ich muss um das Gebäude herum. So, jetzt hast du wieder deine Aufgabe wahrscheinlich gefragt. Wir sind doch Balancierprofis, Leute. Gemeinsam schaffen wir das. Ja. Wie sind das eigentlich, wie die sich da drüben prügeln? Nein. Wir müssen doch da oben, nach oben wieder, oder? Dann ist das Nachbarhaus. Wer da ist, ne? Oh, so was, ne? Nee. Nach links. Nein. Das war links. Nein, das war rechts. Nein, da oben steht doch jetzt noch gerade nach rechts drehen. Nur mal nach rechts drehen. So, und der andere Kran jetzt? Oh, wozu? Zum Schwingen. Ah. Das habe ich jetzt gerade noch nicht gedacht, wofür das jetzt braucht. Da hast du schon weiter gedacht als ich. Nicht letztes Jahr so ein Spiel, wo wir geschaukelt haben? Mhm. So, da bist du zum Mond geflogen, noch viel weiter. Ja, du hast es auch letztes Mal schon gemacht. Naja, ich meinte eigentlich. Ich bin schon. Falsche Taste. Hat bestimmt keiner mitgekriegt. Der Crouch.
Sie waren vor kurzem noch hier. Und der Tisch kann sich doch bestimmt drehen, ne? Eine kluge Vorrichtung, um Glücksspielutensilien bei einer Razzia zu verstecken. Hey, der Hammer, hier ist die Buchhaltung für Oktober. Ein Kartenspiel, 75 mal eine Sekunde, ein Pfund, drei, nee, eine, ein Pfund, 3 Pfund und 15 Cent. Verloren Poker 140 Pfund, gewonnene Poker 1200 Pfund, verlorene Domino 63 Pfund und gewonnene Domino 108 Pfund. Gesamt 1108,15 Pfund. Der Hammer. Jack Cole. Ich erinnere mich an den Einsatz vor 3 Jahren. Okay, müssen wir bestimmt wieder recherchieren. Der sieht nicht wie ein gewöhnlicher Türschlüssel aus. Nicht ganz. Mitnehmen schadet nie. Tacho-Karten. Der Mann im Zockerraum hat das gleiche Werkzeug zum Betrügen benutzt. Alles irre. Wollen wir schon mal auf B drücken? Oder wollen wir noch? Wir können uns noch weiter umschauen. Halt. Ein Spalt. Vielleicht verbirgt sich etwas hinter dem Regal. War noch was, was auf Tier reagiert hat? Doch, da geht die Kratzer. Ah, das stimmt. Warte, warte. Ich guck mal noch kurz in den Flur. Das ist der Eingang. Ja, kann ja trotzdem sein, dass hier was liegt, ne? Mist, zu spät. Niemand mehr hier. Na gut, aber weißt du, was das bringt? Es ist offenkundig, dass all das von Jack Holes Bande gestohlen wurde. Das ist der Koffer von dem Kerl mit der Hasenscharte. Das ist ohne Zweifel Diebesgut. Der Mann mit der Hasenscharte. Offenbar mit seiner Familie. Nach dem Umzug in unser neues Heim. Okay, was haben wir noch? Butler's Pawn Shop, Kettlebell 2S, Glock S, Hook 1S, Jacket 3S, Total 8S. Der Mann mit der Hasenscharte hat seine Sachen verpfändet. Er braucht vermutlich dringend Geld. Butler's Pawn Shop in der Lambeth Street. Er dürfte vermutlich in der Nähe dieses Pfandhauses wohnen. Auf was willst du gehen? Was ist da draußen denn los? Noch was zum Angucken? Du bist ein Idiot. Ich muss Wild retten. Auf der Stelle. Das geht doch noch nach Zeit. Er stirbt ja schon halb. Holmes! Du Miserate! Ich bring dich um! Coole Musik. Okay, der Stuhl wäre schlau gewesen. Grüß dich nicht. Holmes! Du Miserate! Ich bring dich um!
glaube, du musst noch irgendwas drücken dabei. Holmes, meinst du? Miserate, ich bring dich um! Ich habe noch was übersehen. War noch ein anderer so ein Schulter? Jetzt haben sie genommen. Ah, ich hätte jetzt. Ich habe nicht gesehen, dass ich mit Maus raus ausweichen konnte. Ich wollte aber auf Geschwindigkeit aus. Mein Fehler. Gut. Holmes! Miserate, ich bring dich um! Ach, man kann es auswählen, da. Ich muss das sehen. Das ist, ja. Ich hatte gesagt, du musst wahrscheinlich noch was drücken. Nee, Mann, ich muss mit dem Mausrad auswählen, was ich machen möchte. Miserate, ich bring dich um! Aber wir sehen die Szene ja so gerne. Cool. Umstoßen. Genau. Glasflasche. Und da so. Zur Seite schieben. Hätte ich vielleicht Deko gehen sollen, oder? Nee, ja. Wahrscheinlich den damit abwerfen. Aber ich habe dazu nichts gesehen. Miserate, ich bring dich um! Der Mann zeigt aber dann mal nicht. Nee, stand aber nichts. Haben wir irgendwas übersehen? Holmes! Miserate, ich bring dich um! Komm los. Da stand. Wo seid ihr schief? Noch? Da ist doch nichts. Vielleicht musst du mit dem Tablett auch schneller reagieren. Nee, da müssen wir eine Auswahl geben. Holmes, du Miserate, ich bring dich. Wir sehen das doch so gerne, Leute. Hm. Komm schon. Okay, hätte auch klappen können. Ich dachte, vielleicht brauchen wir eine Flasche für das andere. Sein können, weil Holmes, wir können ja theoretisch auch mit der Flasche anfangen, oder? Um. Da konnten wir glaube ich nichts machen, ne? Danke, ging nicht. So, leider schießt. Ich weiß nicht, was der macht.